So, es ist jetzt hier ziemlich laut, aber wir sind in Idar-Oberstein bei der Felsenkirche. Die hat zu. Die wird auch eine ganze Zeit nicht mehr aufmachen, weil da ist so eine Erdrutschgefahr, besteht da. Und es gibt aber dann eine kleine Geschichte dazu, warum diese Felsenkirche da steht, wo sie im Endeffekt steht. Und zwar gab es hier in diesem Schloss, wo noch darüber thront, was wir heute auch noch besuchen, gab es die Jungs vom Schloss her. Das waren zwei Brüder und der eine wollte eine Frau heiraten, die aber eine Schwäche für den Bruder hatte und auch was mit ihm anfing. Ja, daraufhin hatten die Brüder natürlich einen riesen Streit und standen da oben an der Klippe und der Streit ist eskaliert und der eine Bruder stürzte im Handgemenge. War natürlich sofort tot und ja, der andere Bruder konnte sich das nicht verzeihen, dass es so eskaliert ist wegen dieser Frau und hat an Gedenken zu seinem Bruder diese Kirche im Felsen errichten lassen. Und die steht heute noch da. Also das genaue Jahr weiß ich nicht mehr, aber irgendwann im Mittelalter ist das passiert. Aber es ist trotzdem noch ein schöner Ort meiner Meinung nach mit einer bewegenden Geschichte und Innenaufnahmen werde ich raussuchen und noch einblenden. Ja, hallo. Da gibt es noch kurze Infos von meiner Seite zur Felsenkirche in Idar-Oberstein. Sie wurde 1482 bis 1484 von Weyrich IV. Von Daun-Oberstein errichtet. Und sie ist ja nur durch einen Tunnel, der in den Fels geschlagen wurde, und zwar 1980 bis 1981 herum, zu erreichen. Also das ist schon sehr beeindruckend. Beeindruckend auch die größte Kostbarkeit, nämlich so ein Flügelaltar, der von einem unbekannten Künstler um 1400 erschaffen wurde. Hätten wir uns gerne angeschaut, aber dadurch, dass dieser Felsen hinter der Felsenkirche sehr, sehr marode oder spröde ist, werden da immer sehr viele Sicherungsarbeiten durchgeführt. Und das ist gar nicht so einfach und das ist jetzt schon, glaube ich, seit einigen Jahren, dass die Felsenkirche nicht zu besuchen ist. Das ist halt wirklich schade. Sie ist schließlich das Wahrzeichen von Idar-Oberstein. Deswegen haben wir uns die ganzen Treppen nach oben hin natürlich auch gespart. Ne? Und ja, wir hoffen trotzdem, euch gefällt dieses kurze Video. Und wenn die Felsenkirche wieder betretbar ist, dann werden wir sie, glaube ich, nochmal wirklich besuchen und richtig filmen. Aber für heute war es das mit diesem ganz mini kurzen Video. Wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, kommentieren und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.